Willkommen zurück zu Plants vs. Zombies. Zuallererst, letzte Woche ist keine Folge gekommen. Ja, das lag daran, dass ich etwas erkältet war und ich auch heiser war und man mich kaum verstehen konnte. Ja, das soll uns aber jetzt nicht mehr aufhalten, denn gehen wir hierauf, auf Folge. Ja, wir haben schon ein paar Sachen bekommen. Zuerst mal Karbum von Kartoffel und Kabum. Ein Zombie mit einer Kartoffelmine hoch, ja. War nicht schwer. Explosionator. 10 ausgewachsene Zombies mit einer einzigen Kirschbombe hoch, ja. Ja. Das, haben wir beide schon geschafft. Und was anderes nicht. Und seht ihr die Zahlen da links? Ist Zeit zum Durchstarten. Ganz nach unten zu gehen. Und bumm. Wir sind in Japan. Ich habe das davor schon gesehen, deshalb, ja, zählt das nicht. Hier sind noch ein paar so Easter Eggs versteckt. Nichts Besonderes. Ein paar Steine Erde. Hier sollte man nicht so lange bleiben, das sieht gruselig aus. Und da gibt es so eine Art Glibber. Ja. Ein paar Diamanten. Ein Wurm und so ein Zombie-Wurm. Abflussrohr. Und hier. Oh, Peking Express, ja. Du hast China, achso, China, nicht Japan. China in 8,79 Sekunden erreicht. Kannst du es noch schneller? Ja, ich würde mal sagen, wir geben dem Ganzen eine Chance. Nämlich, sobald man auf Erfolge drückt, zählt's. Komm, ja. 6,69 geschafft. Okay, machen wir weiter. Okay, ein Hammer. Okay. Ah, ich sehe gerade das Vorstadtlexikon. Pflanzen. Ah ja, geil. Ich wollte das eigentlich zeigen, aber es ist ziemlich langweilig. Zombie. Flaggenzombie. Pylonzombie. Ah, Stabhochsprung. Ich habe die mal Sport- oder Sprungzombie genannt. Eimer. Zeitungzombie. Ja. Okay, der war so nah dran, sein Sudoku-Rätsel zu lösen. Kein Wunder, dass er ausgeflippt ist. Beim letzten Hausbesuch nahm er die Tür mit und das Gehirn des Besitzers zu sich. Okay. Starten wir. Hast du schon mal Howling Zombie gespielt? Ist genauso, als würde man Eichhörnchen jagen. Du weißt schon, diese wuscheligen kleinen Nager, die Löcher in den Rasen graben. Meint der Hamster? Ja, genau so. Nur sind das keine Eichhörnchen, sondern Zombies. Und statt einer Schaufel gibt's einen Holzhammer. Und statt mir haust du sie platt. Okay. Okay, man muss sie also schlagen. Okay. Scheint ja erstmal ganz leicht zu sein.
bisschen den Ton lauter. Oh, ich hab Sonnen. Erstmal dahin, weil da sind ganz viele. Und Grabfresser. Schlagt sie tot. Okay. Also die Pylonen-Zombies brauchen 3 Schläge. So, okay, letzte Welle. Okay. Ich mache mir hier noch die Gräber weg. Man bekommt nämlich Münzen. Oh, eine 50er Münze. Und eins geht noch. Ja, eins aber nur. Okay, dann schauen wir mal, was das für ein Pilz ist. Der Hypnopilz lässt ein Zombie für dich kämpfen. Okay. Jetzt haben wir so ein... Ist das Rugby? Ja, ich glaube, das ist Rugby. So ein Rugby-Zombie halt. Ja, komm, so. Schaffen wir. Oh nö, das ist jetzt aber nicht nett, dass der Zombie genau da kommt, wo ich keinen Pustepilz hatte. Doch, Pustepilze, ja. Die heißen Pustepilze. Okay, bauen wir mal hier so einen hin. Und der ist der Grabfresser.
So. Oh nö. Jetzt kommt schon direkt zum Pylon-Zombie. Komm schon. Ich brauch das hier. So. Oh oh. Oh oh. Was soll ich dagegen tun? Warte mal. Klappt das? Ah, cool. Puh, das war knapp. Okay, die laufen dann zurück. Ob die auch angreifen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Direkt noch einen Grabfresser setzen. Und da kommt direkt der nächste Pylon-Zombie. So. Und noch ein Grabfresser. Ups, das sollte eins weiter nach hinten. Egal. Zu spät. So. Oh nee, jetzt kommt schon die letzte Zombie-Welle. Ich habe noch gar keine richtige Verteidigung. Oh, puh. Geschafft. Ist knapp geworden. Distanzschütze, der sich versteckt, wenn sich Feinde nähern. Angsthasenpilz. Na super. Und als nächster kommt so ein blauer Pilz oder so. So, und das wieder. Ja. Und die kosten nur 25. Sind also eigentlich relativ billig. Aber die verstecken sich halt, wenn Gegner in der Nähe sind. Ist nicht gut. So, dann mach ich mal einen hier hin. Ah, okay. Wie die Erbsenkanone eigentlich. Ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied. Außer, dass er sich wahrscheinlich versteckt, wenn Gegner kommen. Der ist richtig gut. Hier noch einen. So, dahin hin.
dann kommt da unten auch noch einer hin. So. Jetzt brauche ich noch ein paar Sonnen für einen Grabfresser. So. Komm schon, stirb. Ja. Okay. Gut. Dahin. So. Endlich mal ein bisschen Platz schaffen. Okay, es war gerade eine Hausklingel, die ist bei uns ziemlich laut. Ja. So, da oben fehlt noch ein Grab. Und wir haben keine Gräber mehr. Leute, yay, wir haben keine Gräber mehr. Grabfresser können wir wegschmeißen. Komm schon. Warum kommt da niemand? Warum geht da niemand hin? Ich verstehe das nicht.
Oh. Akku leer. Letzte Welle. Und? Ja, da sind genügend andere Zombies. Essen die sich auf? Ja, die essen sich auf. Die essen sich gegenseitig einfach auf. Wow. So. Der Eispilz lässt vorübergehend alle Zombies auf dem Bildschirm erstarren. Ja, den gucken wir uns aber auch erst in der nächsten Folge an. Denn, ihr seht's ja, unten am Icon, schon über 21 Minuten. Okay. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst auch ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Und bewertet das Video in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.